Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ja, ich zeige euch ein Oculus App Lab Game und zwar Rogue Ascent VR. Und das Wichtigste an oder das Besondere an dem Game ist, wir haben hier komplettes Handtracking und das funktioniert echt einmalig. Ihr seht ja, ich kann ein Schutzschild aufbauen. Ihr seht nachher, ich kann auch mit Pistolen umgehen und so weiter. Und ja, das möchte ich euch auf jeden Fall jetzt mit dem Handtracking zeigen. Mit dem Controller funktioniert es natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein kleines Video dazu gebe. Aber jetzt spielen wir erstmal die ganz normale Version mit dem Handtracking. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Ascent. Ich habe eben schon ein bisschen gespielt. Ich bin schon Rang 4. Ist jetzt nichts Besonderes. Difficulty habe ich auf 2. Also man kann ja auswählen zwischen Officer, Admiral. Ich bleibe aber hier erstmal auf der mittleren Stufe. Und ja, gehen wir mal Launch Ascent. Geht auch schon los. Ich finde den Look auch von dem Game echt super, muss ich einfach sagen. Und ja, Pistole ist einfach ganz leicht. Wir müssen einfach nur den, ja, unseren Zeigefinger strecken. Also ob ich eine Pistole in der Hand habe, nachladen ist einfach nur so halten. Dann wird die automatisch nachgeladen. Hier kann ich natürlich nachher auch eine Pistole halten. Und so bewege ich mich. Schutzschild habe ich natürlich auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wir wurden gesehen. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen um mich behalten. Nachladen. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Okay, hier ist noch nichts. So, das ist eine Heilstation. Hier können wir unsere Waffen upgraden. Wir müssen Zahnräder sammeln. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Mods zum Beispiel. Und hier steht jetzt schon 25 Zahnräder und 25 von denen, das hätten wir, Zahnräder natürlich nicht. So, dann gibt es natürlich auch Waffen, die man dann umbauen kann, wenn man zwei von denen hat, kann man daraus eine große machen. Und so kann man halt immer weiter seine Waffen verbessern. Ihr seht schon, wenn ich irgendwo hingreife oder hin, dann mit meiner flachen Hand einfach hingreife oder zeige, und dann ja, wird es aktiviert, genau wie Nachladen der Energie. So, und, ja, wir müssen halt immer ein bisschen höher kommen. So wie ich es verstanden habe, ich spiele jetzt auch erst seit 30 Minuten. Wir gehen jetzt mal, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was uns hier angezeigt wird. Okay, das ist unser kompletter Charakter. Unsere Perks, die wir haben, die werden uns aber auch hier oben angezeigt. Overshield. Wir haben eine Fähigkeit, dass wir in krassen Situationen, wo wir echt Probleme bekommen, wieder zurück zum Aufzug hier kommen. Dann muss ich nur so greifen vor meinem Gesicht und schon wird es aktiviert. Werden wir wahrscheinlich nachher brauchen. Und schauen wir uns mal die Objectives an. Save your home world. Das ist eine gute Idee. So, jetzt müssen wir mal schauen. Mit einer Waffe kommen wir noch nicht so ganz weit. Nachgeladen ist. Vorne. Nachgeladen der Kompass. Okay. Das langsam ist. Wir können es auf jeden Fall zurückschießen. Zeit, dass wir mal zurückgehen, dass wir mal vernünftig nachladen kann. Schauen wir mal, was da kommt. Hallo. Also Handtracking funktioniert echt einwandfrei. Super. Den Gegner haben wir schon mal ausgeschaltet. Also der Unterschied liegt daran, mit Handtracking zielt die Waffe automatisch und mit dem Controller muss ich besser zielen und ist halt ein bisschen schwieriger. Aber das Besondere ist halt wirklich, dass wir komplett nur mit den Händen zu spielen. Und es funktioniert halt super. Einer schon mal weniger. Wir müssen dann zur Kiste kommen. Ich weiß, was es wolle. Nachladen, nachladen.
Ihr seht, sobald ich meine Hände zumache, zur Fäustenballe, kommt das Schutzschild zum Tragen. Und ja, wird halt super. So, wenigstens haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Feuerkraft. Auch noch so ein Menü. Hier können wir die Waffenhände swappen. Das heißt, ich habe jetzt die große auf der rechten und andersherum. Hier können wir die Gegner scannen. Wenn ich aber scanne, habe ich das Gefühl, dass immer diese Drohnen kommen. Das Ding kostet 24,99 und ich finde, das ist so ein geiles Game und lohnt sich. Also meiner Meinung nach lohnt sich das. Ich bin ein bisschen gehypt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir einfach mal hier nach oben. Also mir gefällt das richtig gut. Ja, ein paar Spielmusik, ne? Das brauchen wir mehr. So, wie wir sehen. Das Schutzschild ist oben das, diese 300, und das baut auch ab. Ne? Also wir können nicht Ewigkeiten im Schutzschild bleiben. Zurück, um mal nachzuladen. Oh je, oh je, oh je. Haut sich mal einer hier hin. Wie können wir es machen? Das kann man nicht machen, okay. So, ich hatte auf jeden Fall mal unsere Waffen ein bisschen zu craften. Zwei von denen und 100, dann bekomme ich so eins. Aber, okay, 100 von den Dings habe ich natürlich nicht.
Aber wir können ja modden. Wir können ja modden. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Power. Da kann man nicht mal mit leben, oder? Mehr Energie. Ich meine, wir sind am Turm. Ja, mal aber abnehmen. Jetzt müssen wir den Bereich hier schützen. Ich hoffe, das gelingt uns auch. Ganz blöde Position jetzt hier. Das ist gut, dass sich zu ist. Bisschen Prozent oben läuft der Timer vom WLAN. Ein bisschen üben. Gerade das Dings schützt nicht so direkt funktioniert. Glaube ich. Das heißt, ziemlich hart. Natürlich Restart. Das hat uns nicht gefallen, oder? Gut. Das Ganze zeige ich euch aber wirklich mit den Controllern. Ihr habt jetzt gesehen, Handtracking funktioniert. Jetzt möchte ich euch das Ganze mit den Controllern zeigen. Trigger und Greiftaste ist das Schild. Und Greiftaste, dann haben wir unsere Pistole. Auch wieder nur hinhalten. Das ist eine Fortbewegung, also wir müssen uns nicht mit dem Trigger beschäftigen. Braten haben wir nichts. Gehen wir mal dahin. Upper Deck.
Hier sehen wir auch den Ladebalken der Waffe. Es ist viel schwerer, das muss man dazu sagen. Aber man muss auch lernen, nicht zu aggressiv zu sein. Und auch ab und zu einfach mal abzuwarten. Er kann mich aber auch nicht treffen. Verlässt sich nur wirklich selber gerade. Nee, kann natürlich jetzt auch was kommen. Bekommen. Jetzt können wir mal probieren. Ich kann hier auch eine. Ja, ist cool. Kann nichts kaufen. Nur Cell. Achso, doch. Klar. Weapons. Ein Fenster. Das sind die Mods, die wir, die Perks, die wir mal kriegen können. Ne? Energy Transfer, Grants. Missed energy when blocking. Ah, okay. Das könnten wir jetzt kaufen. So, habe ich dann dazu gekauft. Mit diesen Perks wird es natürlich dann auch vom Spielen her immer anders. Weil jeder Perk ist halt ein bisschen unterschiedlich. Jetzt schauen wir mal, ob wir Waffen kaufen können. Okay. Wir haben jetzt schon mal etwas Zusätzliches bekommen. Was noch eine Kiste? Ja, der haut aber gut rein, du. Ja, das kann ich besser kriegen. Sehr gut. Die ganze Kiste holen. Nee, wir haben doch einen. Das ist besser. So, da ist kein Landkorn mehr.
ist natürlich mit den Zielen viel, viel schwieriger. Dass ich die genau die auch gerne in der Hand habe. Einfach drauf, ohne groß zu zielen gerade. Komm, schieß nochmal.
setzen dürfen auf den Turm. Hat uns natürlich jetzt Energie gekostet, ne? Jetzt wird's echt. Blöd, dass man immer nur mit zwei Händen das Schild halten kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Gerade bei fast null. Boah, Leute. Das Geschütz hat mir den Arsch gerettet, muss man einfach so ganz klar sagen. Ich habe eine neue Keycard, könnte es hochfahren, Uplink ist komplett. Aber ja, ich möchte jetzt die Folge beenden. Wenn ihr mehr von diesem Game sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, würde ich mich natürlich freuen. Dann kann ich nochmal so ein Gameplay machen. Das soll jetzt wirklich mal so ein First Impression Video sein. Ich mag das Game, ich finde das cool. Ich finde es auch super, dass man hier wirklich die Möglichkeit hat. Jetzt werden wir hier wieder angegriffen. Wirklich die Möglichkeiten hat, mit Controller zu spielen. Oder mit dem Handtracking. Das ist natürlich auch cool. Und hat auch super funktioniert. Ist mit dem Controller mit dem Ziel ein bisschen schwieriger. Da muss man wirklich noch einen Waffenhandling entwickeln. Das ist mit den Händen ein bisschen einfacher, weil dann hat man halt so eine richtige Zielhilfe. Aber ansonsten macht es mit beiden super viel Spaß. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich würde gerne eure Meinung hören. Gerne mal unter die Kommentare. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt auf Abo drücken. Ein Like wäre nicht schlecht, würde mich echt freuen. Und ja, sagt Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.